In einem schmalen Hochformat türmen sich rechteckige Formen. Darin eingebettet Menschen, Häuser, Tiere, Bäume. Am oberen Rand ein kleines Stück Himmel. Dargestellt ist ein Ausschnitt aus einer ländlichen Szenerie. Nach den Seiten und nach unten könnte sie sich unendlich fortsetzen. Campagne heureuse hat der Künstler das Bild genannt, glückliches Land. Die Bilder sind in Aufsicht gezeigt, die Figuren und die Häuser und die Bäume in Seitenansicht. Das Motiv ist ein traditionelles, doch das Bild gibt eine umgeklappte, eine verkehrte Welt wieder, mit anderen Größenverhältnissen und ohne Perspektive. »1944 hat Jean Dubuffet das Bild gemalt. Ein Jahr zuvor war er von Paris aus in den Süden geradelt, bis an die Saône, hatte Felder, Häuser, Kühe gezeichnet. In Erinnerung an diese Tour entsteht das glückliche Land.« »Ich will«, sagt Dubuffet, »den Garten darstellen, der hinter dem Häuschen liegt und der dem Blick entzogen ist.« Doch gerade von vorn will ich es malen, und so werde ich den Garten eben darüber stellen. Jedenfalls so, dass der Garten hinter dem Haus liegt und dass man auch die Verwirrung des Malers versteht, in die ihn dieses Problem gestürzt hat und mit welcher Improvisation er es gelöst hat. Und er liebe Bilder, in denen man große und immer wieder andere Spaziergänge machen könne. Er könne es nicht leiden, wenn der Gärtner ihm Kurven und Wege vorschreibe. Man müsse sich nach Lust und Laune ergehen können. Spaziergänge durch Dubuffets Bilder sind Spaziergänge aus der Normalität heraus. Den Geist will Dubuffet aus den eingefahrenen Gleisen herausreißen, will ihn, so sagt er, in eine Welt entführen, in der die Mechanismen der Gewohnheiten nicht mehr funktionieren, wo die blinden Routinen zerstört werden, sodass alles mit neuem Sinn geladen erscheint. So wird der scheinbare Primitivismus der Bildanlage verständlich. Die andere, einfache, fast kindliche Sicht aufs Motiv will neu sehen lehren, will neu empfinden lehren. Und zwar, wie hier, gerade am vertrauten und ganz alltäglichen Motiv. Ich bin, sagt Dubuffet, ein sehr spezieller Tourist. Was pittoresk ist, stört mich. Wo das Pittoreske abwesend ist, befinde ich mich in einem Zustand ständigen Staunens. Dieses Staunen eines Erlebnisses, das wie ein erstes wirkt, vermittelt das Bild. Gestaunt haben auch die Besucher seiner ersten Ausstellung vor solchen Bildern, aber eher aus Entrüstung. Denn 1944 herrschte in Paris die gepflegte, farbenreiche Peinture und Bilder wie diese wurden so empfunden, wie sie auch gedacht waren, als polemische Reaktion auf Schönmalerei. Und auf die Polemik verstand sich Dubuffet, vor allem in Reden und Aufsätzen. Er meinte, die Kultur werde dem Leben immer fremder, sie habe ihre lebendigen Wurzeln verloren. Im Überdruss an der abendländischen Hochkultur findet Dubuffet seine Vorbilder bei den sogenannten Primitiven, bei den Zeichnungen von Kindern und der Bildnerei von Geisteskranken. Die Entfremdung von Mensch und Natur sieht er darin aufgehoben. Seine eigenen Bilder sollen die Einheit symbolisch wiederherstellen. Zu solchen Vorbildern gehört der geisteskranke Schweizer Künstler Adolf Wölfli, dessen Zeichnung »Irrenanstalt, Band, Hain« von 1910 ist ebenfalls eine Überlagerung von Grundriss und Aufriss. An diesen Arbeiten schätzt Dubuffet, dass sie sich von allen sozialen und allen ästhetischen Konventionen befreien. Dubuffet beginnt solche Blätter von Asylanten, von Gefangenen, Außenseitern, Verfemten, Geisteskranken zu sammeln. Über 5000 Werke hat er im Lauf der Jahrzehnte zusammengebracht. L'Arbru nennt er sie,
direkte Kunst. Heute wird diese bedeutendste Sammlung ihrer Art in Lausanne verwahrt. Mit diesem Interesse steht Dubuffet in der Tradition des Surrealismus. Dass er damit in der Mitte der 40er Jahre nicht allein ist, zeigt ein Bild von Victor Brauner aus dem Jahr 1945. Einem rumänischen, damals in Paris lebenden Künstler. Brauners und Dubuffets Werke nannte man l'art autre, die andere Kunst, die gegen den offiziellen Geschmack gerichtete Kunst. Als das glückliche Land entsteht, ist Dubuffet 43 Jahre alt. Aber Künstler ist er erst seit 2 Jahren. Zwar hatte er vorübergehend Malerei studiert, war dann aber erfolgreicher Geschäftsmann, Weingroßhändler geworden. 1942 gibt er den Beruf auf, um mit der Malerei ganz bei Null anzufangen. Nicht als Dilettant, sondern als einer, der mit reifem Bewusstsein auf die Ursprünge zurückgeht. Glückliches Land? Ist der Mann mit den angstvoll erhobenen Armen nicht auch ein Gefangener? Als das Bild entsteht, ist Frankreich von den Deutschen besetzt. In die hellen Farben mischt sich dunkle Ahnung. Die Felder wollen wie Einzäunungen erscheinen. Wenig später, im August 1950, malt Dubuffet ein Bild mit dem Titel Metaphysics, der Metaphysikus. Der ausladende Körper ist breit auf die Fläche gepresst. Er gleicht einer Landschaft mit labyrinthischen Wegen. Die Farbe ist wie eine plastische Masse behandelt. Mit einem spitzen Gegenstand sind Linien in die Farboberfläche geritzt, die die Körperteile kennzeichnen. So scheint es, als trüge die Bildhaut, die den Körper repräsentiert, Verletzungen. Verletzungen eines klassischen und fragwürdig gewordenen Schönheitsideals. Ebenfalls in diesen Jahren entsteht das Bild René Drouin mit offenen Händen. Das sarkastische Porträt eines Pariser Kunsthändlers. Wieder spricht die schrundige Oberfläche von Verletzungen. Die Körperproportionen sind grotesk verzerrt. Die Hände setzen ohne Arme an den Körper an. Dubuffet malt 3 Jahre nach dem glücklichen Land das Porträt d'Hôtel leicht aprikosenfarben. Dem Mann ist die Angst tief ins Gesicht geschrieben, in ein Gesicht, das wiederum einer ausweglosen, labyrinthischen Landschaft ähnelt. Von hier aus, von der angstvollen und ausweglosen Brutalität aus, die sich in den wenig später entstandenen Bildern ausdrückt, erscheint das Frühwerk Glückliches Land wie ein heiteres Paradies, in dem jedoch Labyrinth und Enge schon angekündigt sind. Ein gestörtes Paradies.